Willkommen zur zweiten Folge von Add-on von Sacred mit dem Namen Underworld. Wir sind gerade hier im Pilzwald angekommen, haben tatsächlich noch nicht so wirklich Probleme, obwohl die hier auf Level 50 sind, die Gegner. Oder höher. Ein Heiltrank. Die Frage ist hier, da irgendwo muss das Dorf sein oder die Stadt oder whatever. Ups, falsche Dings. Braucht mir doch nicht meine Erfahrungspunkte hier. Gold, 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 Gold. So. Ja, gucken wir mal. Ah, da ist ein Tor. Das sieht gut aus. Ich komme nicht durch, Mensch. Was ist das denn? Wie eklig das sieht, das an, wie die sich bewegen. Jetzt mach doch mal auf hier. Geht doch. Was sind denn das überhaupt hier für... Ups, ja, da. Dudes. Okay. Sehr mysteriös. Okay. Haben wir denn was? Nur eins oder was? Ups. Tatsächlich ja, so wie es aussieht. Dreck. Na gut, dann wird's nicht. Ein Glorb. Viel Fleisch für hungrige Haduk. Willkommen bei uns bist du. Doch nicht hier ist dein Ziel, Großes Tor in den Minen. Dunkel, kalt, tief im Berg, tief drinnen. Gargaduk weiß mehr, kennt sich aus. Sprich mit Gargaduk, der kennt geheimen Zugang, kennt Wege der Dämonen. Geh und lass Glob hier. Okay. Ich erkunde erst mal ein bisschen weiter hier. Vielleicht haben wir hier noch den einen oder anderen Questgeber, aber das sieht irgendwie nicht so aus, ne? Einen Händler haben wir auch noch da. Oh, der Nebenquestgeber. Zu vermieten. Okay. Ein kleiner Zwerg. Schnorre. Drei Beine, vier Arme und ein Kopf. Bloodhunter, das war wohl ein Stiepel zu viel. Wandernde Druide, bringt mir vier Flaschen Insektblut. Seht her, ein mutiger Reisender. Vielleicht habt ihr schon von der schrecklichen Krankheit gehört, die einige Dorfbewohner seit Wochen schwächt. Wenn ihr mir vier Flaschen Insektenblut von Riesenfliegen besorgen könntet, wäre ich in der Lage, ein Heilmittel zu entwickeln. Das klingt nach Blut und Gold und von beidem kann ich nie genug kriegen. Hallo. Und wir fangen an. Oh.
Fliegenblut. Okay, wir brauchen noch einmal Fliegenblut. Bloß blöd, dass hier irgendwo keine weitere Fliege ist, ne? Ich brauche eine Fliege. Alter, was ist das denn? Schleimwurm, das sind ja keine Schlangen. Ekelhaft. So, das nehmen wir mit. Ah, gut. Die können wir noch herlocken. Du bist eklig. Gold, der Fliegenblut. Das nehme ich auch noch mit. Sehr schön. Wunderbar, ich war mir sicher, dass ihr es schafft. Wäre ich bloß auch solch ein kampfstarker Held, wie ihr es seid. Ihr verdient eine Belohnung. So, bitte, gute Reise, Fremder. Ich werde mich nun gleich an die Arbeit begeben. Gold, wirklich Gold, brauche ich nicht, habe ich genug von. Das war der Schmied, da ist der Händler, dann gehen wir da erstmal hin. Hallo. 106 kaufe ich. 105 und 103 kaufe ich. Kaufe ich. So, was hast du hier im Angebot, Meister? 605 für die Axt. Okay, vergiss es. Ein Langschwert wäre nice. Hier ist noch nicht so richtig der geile Stuff dabei. Auch nichts mit Slots, so wirklich. So, 23 bis 40. Wir haben jetzt hier schon wesentlich stärkere Ringe, ne? Ich habe deinen fauligen Gestank schon vor einer halben Stunde gerochen. Hey? Ach so. Ein seltsames, langgestrecktes Dorf. Und die sind gleich Feinde. Von Yaraduk ihr kommt? In die Minen müsst ihr. Tor dort drin, ganz tief. Den geheimen Eingang kenne ich. Keine Gefahr, keine Wächter. Soll Gagaduk mit? Tor für euch aufmachen? Mach auf, Junge. Gut, gut. Kommen. Hier lang. Geheimer Eingang dort. Ach, pff, ich dachte hier. Scheiße. Keine Gegner, ja, klar. Ich hoffe, bloß da oben geht's rum. Ah, wenigstens versteckt er sich. Und da das eine Hauptquest ist, wird er wahrscheinlich auch wieder aufstehen, falls er
umgehauen wird. Mitnehmen. Alter, was sind denn da überall für Gegner hier? So. Weg mit den Viechers. Ist eklig. Was soll Gagaduk tun? Das ganze Krabbelvieh hier. Ekelhaft. So, was macht denn am meisten Sinn? Wahrscheinlich tatsächlich hier oben lang, ne? Sehr gut. Ey, normal ist das hier aber nicht. Sowas liebt dich. So. Oh, da ist ja gleich eine Stadt hier oberhalb. Eigentlich würde ich dann gerne da erstmal Halt machen. Ey, wie viel wir schon wieder erledigt haben in der kurzen Zeit, das ist doch nicht normal, ey. Wahnsinn. Da fällt mir gerade mal ein. Steht das hier jetzt irgendwie wieder in komplett neu? Ah, nee, die Spielzeit ist noch zusammenhängt. Okay. Laufe ich gerade überhaupt Richtung Ort? Ja, müsste theoretisch klappen. Aber ich komme nicht rein. Höhö. Thank you.
können wir das einpacken oder ist das... Oh, das passt noch nicht. Wo geht's denn da verdammt nochmal rein? Das kann doch nicht sein, ey. Wenn ich das auch noch schleppen soll, gibt's Tote. Oh, Tatsache. Und ein Ring, aber gut. Jetzt gehen wir so komplett am Ort hier so rum irgendwie. Irgendwie muss es doch einen Weg reingeben. Ist das hier ein Eingang? Vielleicht unterirdisch. Wie sind das Kellerasseln? Ruinenassel. Level 54, ja warum nicht? So, ich frage mich gerade, wie ich am besten hier laufen muss. Was soll ich mit diesem Schrott? Was ist das denn? Nice. Hündiskus? Den können wir dann gleich mal einsetzen. Und dann können wir den Ring noch mitnehmen. Geht's hier raus? Sieht fast so aus, oder? Ernsthaft nicht? Ich dachte, das wäre einfach ein geheimer Gang in die Stadt. Scheiße. Das hat's mich natürlich angearscht. Aber man sieht die auf der Karte auch nicht mehr, dass es hier Eingang und Ausgang ist, ne? Das ist ein bisschen eklig. Ja, hier komme ich auch nicht durch. Ah, geh mir doch nicht auf den Sack. Wahrscheinlich genau wieder für die falsche Richtung entschieden, ey. Mist, 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 Mist. Wo kommen die alle schon wieder her? Du bist eklig. So, Heiltrank können wir mitnehmen. Zack. Wie wir hier überall schon eigentlich aufgeräumt hatten. Wenn ich das auch noch schleppen soll, gibt's Tote. Dann gucken wir hier lang. Thank you.
Monster verflucht. Ich habe keine Lust, diesen wertlosen Plunder mit mir rumzuschleppen. Ein Amulett ist ja nur ein Platz. Aber wir können was trinken und dann können wir das mitnehmen. Yes. Wieso gibt es denn hier nirgendwo einen Eingang in den Ort, ey? Ist doch nicht normal. Und da sagen die Leute, ich wäre ein Monster. So, halt, nehmen wir wieder mit. Zack, zack. Das sieht doch schon mal gut aus hier. Oh ja, wir sind vor den Toren. Nice. Wenn ich das auch noch schleppen soll, gibt's Tote. Gut, dann würde ich sagen, geht's hier in der nächsten Session dann wieder an der Stelle weiter. Spitze, bedanke mich. Bis dann.